So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, beziehungsweise eine neue Folge Ramses Kitchen. Jenaya hat mir letztens was gezeigt, was sie getestet hat und gesagt, sie will mir da mal 3 Döschen schicken. Pupsi gleichzeitig war aber einkaufen, hat das auch gesehen, hat das auch mitgebracht. Jetzt habe ich es doppelt und dreifach. Hier sind nämlich jetzt 6 Dosen vom Julian Bam, seinem komischen Rauch-Eistee, den er jetzt rausgebracht hat, beziehungsweise in Kooperation mit Rauch-Eistee. Gibt's Julian Bam Editions, 3 Stück. Und da sind noch nicht mal Jenaya ihre dabei. Das ist nämlich immer noch auf dem Weg. Pupsi hat einfach 6 Dosen gekauft. Die möchte ich jetzt mal einzeln probieren, euch zeigen, was das für Sorten sind. Und am Ende natürlich alle gemischt im auf die dicken Bierkrug. So, das fürs Thumbnail. Und jetzt euch mal zeigen, was das für Sorten sind. 3 Dosen, ich stelle das mal hier hoch. Wir haben einmal Eistee Eisminz Raspberry Taste, das ist dieser blaue, wo ihr hier Eiswürfel drauf seht. Ihr seht Himbeeren, hier steht extra immer Julian Bam Edition drauf. Ihr seht ein Gesicht von Julian Bam. Scan Me auch am Start, Eistee aus Schwarztee und Hagebutte mit Himbeer-Eisbonbon-Geschmack. Himbeer-Eisbonbon-Geschmack plus Strawberry Stripes Kiwi Taste. Ihr seht wieder einen Eiswürfel. Der ist aber rot und ihr seht eine Kiwi dahinter. Und hier steht drauf, Eistee aus Schwarztee mit Hagebutte, Erdbeer-Kiwi-Geschmack. Ganz einfach. Und die dritte Sorte, Cola Gums Orange Taste. Ihr seht hier diese Cola-Fläschchen, die es normal immer in der Tüte gibt, als Gummitierchen. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant, aus so einer Süßigkeit dann so einen Tee zu machen. Eistee, Schwarztee, Hagebutte mit Orangen-Cola-Geschmack. Jetzt tue ich mal mein Brettle weg, das brauche ich nämlich nicht mehr. Werde jeden einzelnen testen. Hier fangen wir an mit, Strawberry Stripes Kiwi. Erdbeer-Kiwi-Geschmack ist jetzt nicht so extrem außergewöhnlich, also fangen wir mit dem an. Hauen den hier rein, hat eine normale Färbung. Eine sieht einfach aus wie Pfirsich-Eistee oder Zitrone-Eistee. Kannst du kaum durchgucken. Sieht aus wie ein Sandsturm in dem Glas, als wäre da die pure Chemie drin. Jetzt wandert irgendwie alles nach oben und jetzt plötzlich ist es glasklar. Eben konntest du nicht durchgucken, jetzt kannst du durchgucken. Da gab es eine chemische Reaktion. So, Erdbeer-Kiwi schmeckt auf jeden Fall sehr fruchtig. Da ist natürlich keine Kohlensäure drin. Es ist ja Eistee, Eistee hat ja keine Kohlensäure. Schmeckt nicht zu süß. Ist ein sehr angenehmer Geschmack, muss ich sagen. Sehr fruchtig, wie ein leckerer Saft. Nur nicht so Säure, ohne Fruchtsäure, sondern einfach nur mit einer lieblichen Süße. Und gerade frisch aus dem Kühlschrank, mega erfrischend, finde ich übelst genial, diesen Geschmack. Raucheistee sowieso sehr gut, gab es ja auch schon oft in Dosen. Habe ich schon verschiedene Raucheistee-Sorten getestet. Julian Bam Edition, finde ich gut, dass der nicht einfach seinen eigenen Eistee auf den Markt wirft, sondern eine Kooperation mit Rauch-Eistee hat, weil Rauch-Eistee ist einfach eine coole Marke, finde ich. Die Sorte gefällt mir, Strawberry Stripes Kiwi, schon mal ein Pluspunkt. Nehmen wir als nächstes mal die Cola Gums Orange, bevor wir nämlich dann zu dem Eisbonbon-Geschmack kommen. Der ist wahrscheinlich der speziellste. Cola Gums Orange hier, wir hatten jetzt einen Cola-Mix-Geschmack. Ohne Kohlensäure, aber irgendwie halt auch wie diese kleinen Cola-Fläschchen aus der Dose. Hier schwimmt wieder die pure Chemie drin rum. Das wandert alles hoch und setzt sich ab. Sieht aus wie eine Lavalampe. Es riecht original wie diese Fruchtjoghurt-Gums. Wieso Joghurt? Diese Fruchtgums. Diese Cola-Fläschchen. Riecht gut, schmeckt's auch so. Ja, es schmeckt so, also wenn du genau weißt, was es ist und probierst es, hast du genau den Geschmack von diesen Cola-Fläschchen im Kopf, im Sinn. Muss ich aber sagen, kommt für mich nicht an das Erdbeer-Kiwi ran, ist einfach, ja, das, die Cola-Fläschchen willst du, glaube ich, lieber essen, gemütlich nebenbei, als dir da einen ganzen Liter Plörre reinzukippen. Also es hat genau den Geschmack getroffen, ist aber ungewöhnlich, wenn man das sonst immer nur so gegessen hat, dass man das jetzt trinken kann. Ist trotzdem erfrischend, ist bestimmt für viele mega genial, die diesen Geschmack lieben. Für mich als Eistee-Variante aber irgendwie unpassend. Also Strawberry Kiwi passt,
Cola, Gams, Orange. Interessant, sehr speziell, aber für mich jetzt nicht was, was ich unbedingt wieder kaufen muss und mir nochmal reinziehen. Dann haben wir noch Eisminz, Raspberry, Taste, Himbeer, Himbeer-Eisbonbon. Ich bin mal gespannt, eigentlich bin ich kein Himbeer-Fan, aber in letzter Zeit finde ich Himbeer sogar manchmal interessanter als Erdbeer. Und Eis, Minz, Eis, Bonbon sowieso immer für eine Überraschung gut, um nochmal eine Frische reinzubringen. Haben jetzt wieder hier pure Chemie. Es wandert wieder nach oben. Wir warten aber gar nicht so lange. Wir schütten es uns jetzt einfach so rein. Boah, da steigt schon alles. Es hat gar keine Kohlensäure, aber es dreht sich schon alles. Sehr präsent die Himbeer, ganz leicht dieser minzige Eisbonbon-Geschmack hinterher, nicht zu übertrieben, wirkt dadurch trotzdem sehr erfrischend und gleichzeitig fruchtig. Ist, glaube ich, neben Strawberry Stripes, das ist mein Favorit weiterhin, Strawberry Stripes, der Favorit, Platz 1, dann Eisminz Raspberry auf Platz 2 und Cola Gams Orange bei mir Platz 3. Ich möchte jetzt aber alle drei natürlich noch zusammen testen, deswegen schmeiße ich die zwei guten Sorten zusammen hier rein. Aufgefüllt mit der schlechten Sorte. Jetzt haben wir ein super geniales Eistee-Erfrischungsgetränk mit Cola, Gams, Orange, Eisminz, Raspberry, Strawberry, Stripes, Kiwi Taste. Das muss man erstmal nachsprechen. Hier sieht es aus, als wäre es verschimmelt. Guckt mal da oben rein, wie sich da der Schimmelpilz abgesetzt hat. Hier kommt wieder die Plörre, da steigt wieder alles hoch. Eigentlich kannst du nicht durchgucken, aber ihr seht, es wandert. Dieser Dunst, der da drin ist, wandert stetig nach oben, sodass es plötzlich klar wird zum Durchschauen. Jetzt hauen wir uns den Body hier noch rein und dann sind wir fertig und würde sagen, guter Eistee, coole Variation, Rauch, beste Marke, gönnt euch mehr Rauch-Eistee, meine Empfehlung, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Das Ganze ohne Druck auf den Magen, weil sie einfach keine Kohlensäure hat. Trotzdem ein bisschen minzig gerade ist, erfrischend ist, fruchtig ist. Es vereint gerade mal wieder alles und alle drei zusammen gehen auch vollkommen klar. Sehr cooler Taste, sehr cooler Eistee. Hat mich gefreut, dass dass die Shinaya das entdeckt hat, dass Pupsi das entdeckt hat. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wenn ihr den schon gesehen habt, schreibt's mal rein. Wie findet ihr den Julian Bam Eistee von Rauch?